Wir haben ein großes Gerechtigkeitsproblem in Deutschland, dass für gleichwertige Arbeit Frauen und Männer nicht die gleiche Vergütung bekommen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und damit man das beseitigen kann, muss man Bewusstsein schaffen, muss man Öffentlichkeit schaffen. Und dafür ist so ein Spot eben genau richtig. Ja, wir wissen ja, dass Frauen 23% weniger verdienen und dafür bis zum 23. März arbeiten müssen, um das Gleiche zu bekommen, was Männer schon im Dezember haben. Und das ist einfach mal eine Tatsache, die kann so nicht bleiben. Das ist eine Art, ich nenne es gerne Bewusstseinserweiterungskampagne, damit überhaupt mal bekannt wird, dass das Problem existiert. Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Sehr geehrte Frau Kohlert, Senatorin, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist heute die Filmpremiere zu unserem ersten offiziellen Spot zum Equal Pay Day 2012. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit lautet der Titel von dem einminütigen Spot, den Sie nachher sehen werden. Der Spot hat viele Mütter und Väter und die Grundidee, überhaupt einen Spot zu drehen, kam von Elke Ickert, Journalistin und Mitglied im BPW Berlin. Herzlichen Dank, Elke. Vielen Dank, Petra Kroos, die ist gleich neben Elke Ickert, ebenfalls BPW-Frau in Berlin. Von ihr stammt das erste Grundkonzept überhaupt für diesen Spot und dann auch das Design. Ja, und dann komme ich zu Frau Rabe und Frau Kovas. Das waren die ersten beiden, denen ich dann davon erzählt habe, man könnte einen Spot machen. Und die sofort hellauf begeistert von dieser Idee waren und die dann ihrerseits wieder unermüdlich dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt die finanziellen Mittel für diesen Film bekommen. Ganz herzlichen Dank. Der erste Schritt ist, sich ungerecht behandelt zu fühlen und dann, aha, ich bin ungerecht behandelt, ich muss sozusagen etwas dafür tun, auch die Frau muss etwas dafür tun. Nicht nur das Unternehmen oder die Dienststelle, sondern die Frau muss sozusagen auch lernen, für ihr Gehalt zu verhandeln. Ich würde sofort noch ein Projekt machen, das hat wunderbar geklappt, auch die Brainstorming-Sitzungen zum Inhalt, die wir alle gemeinsam mit dem Filmteam auch hatten, waren wunderbar. Holger Niederberger von Arabella Media hat den Spot produziert und Regie geführt. Also ich finde, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist nicht nur ein Thema für Frauen, sondern auch für Männer. Und deswegen habe ich das unterstützt, weil ich einfach finde, das muss in die Öffentlichkeit gebracht werden. Dieser Spot kann das ganz gut, sowohl im Berliner Fenster als auch im Warte TV und bei YouTube, dieses Thema noch publiker zu machen, auf den Punkt gebracht in 60 Sekunden. Es ist eben so, dass wir die Themen transportieren müssen. Es ist nicht selbstverständlich, auch Jüngere, wenn Sie Jüngere fragen, verdienen Sie denn das Gleiche oder so? Ja, na klar. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, diese Botschaften weiter zu transportieren. Und mit diesem Kinospot ist es nochmal ein weiterer Aspekt, mehrere zu erreichen. Mhm. Schön wieder. Kommen Sie doch einfach zu mir mit hoch. Hat Ihnen gefallen? Hat mir sehr gefallen, weil es ja auch spielerisch gezeigt worden ist, ein sehr ernstes Thema. Und dass auch gerade junge Menschen in dem Spot vorkommen, fand ich auch besonders gut, weil Bewusstsein kann man ja so früh wie oder sollte man so früh wie möglich prägen. Ist auf den Punkt und kurz und knackig und so wollten wir es haben. Vielen Dank. Ja, also er gefällt mir sehr gut. Ich habe ja gedacht, wenn ich ihn schon so im Vorfeld so mitgestaltet habe, dass er dann gar nicht mehr den Aha-Moment bringt. Aber als ich ihn jetzt gesehen habe, auch auf dem Format natürlich, in der Größe, bringt er genau das rüber, nämlich eben Jugendliche auch zu zeigen. Das war uns ja auch ein Anliegen. Spielerisch, sinnlich, das Thema bringt er sehr gut rüber, finde ich. Wir sind ganz froh, dass wir so ein tolles Team hier zusammenbekommen haben und gemeinsam daran gearbeitet haben. Und es ist uns einfach mal gelungen und ich denke mal, damit können wir richtig punkten. Mir ist es völlig egal, ob ich mit Männern oder Frauen zusammenarbeite. Ich will mit Profis zusammenarbeiten. Es waren alles Profis und deswegen hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, also es hat Spaß gemacht und wir würden es super gerne wieder machen und ja, also hat sich gelohnt. Die Zusammenarbeit war außerordentlich angenehm und alle so an unseren unterschiedlichen Positionen und Wirkungsbereichen habe ich außerordentlich angenehm und bereichernd empfunden.